Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Runde Night of the Dead. Wir spielen die Alpha 2, also die aktuelle Version natürlich. Und ja, es ist noch nicht ganz Nacht, aber wer auf die Überlebensnotiz schaut, sieht, dass wir einen Punkt weitergerückt sind. Ich hatte dann doch noch die Handschuhe gebaut. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber wir hatten ja noch keine Handschuhe. Hab also welche gebaut, Lederhandschuhe konnte ich herstellen und ja, hat sich soweit auch ganz gut gemacht. Wir haben jetzt durch die Spulen, die wir eingesetzt haben oder die automatisch drin sind schon von vornherein, haben wir jetzt drei verschiedene Angriffe. Einmal den Feuerangriff mit 5% Chance auf Feuer, den Blitzschlag mit 5% Chance auf Blitzschlag und den vitalen Angriff mit 2% Chance auf kritische Angriffe. Das ist also immer aktiv. Und wenn ich den Baseballschläger in der Hand nehme, dann wissen wir ja, dann verändern sich ja nochmal die Werte, zum Beispiel für die Vitalität. Ja, also wir sind da schon ganz gut aufgestellt. So, als nächstes hätten wir die Ausrüstungswerkbank ändern aufzustellen. Die Ausrüstungswerkbank ändern, das habe ich auch schon mal rausgesucht, ist hier. Und ich denke, wir haben tatsächlich genug Material, um das auch schon aufzustellen. Wir brauchen ein Elektroteil, das haben wir auf jeden Fall geholt in der Forschungsstation. Dann brauchen wir 20 Nägel, die können wir sicherlich bauen und die drei Stahlstangen können wir auch bauen. So, jetzt schau mal, was hast du denn jetzt gemacht? Das ist natürlich der falsche Behälter. Das heißt, wir brauchen Eisenerz für, ach, haben wir sogar schon einstecken. Haben wir schon Eisen einstecken, das wird allerdings nicht reichen. Dann ja, mach's mal so. Also wir brauchten 20 Nägel, ne? Na, machst du es jetzt? Bitte? Danke. 20 Nägel. Dann brauchten wir Stahlstangen. Ich muss noch mal gucken. Ein Elektroteil und drei Stahlstangen. Und für die drei Stahlstangen brauchen wir vorher erstmal drei Eisenbahnen. Da brauchen wir drei Äste. Die können wir uns herstellen. Eisenbahn 3 Stück und daraus können wir 3 Stahlstangen machen. Und damit, achso, das Elektroteil, wo haben wir das hingeräumt? Na? Probier es nochmal so. Ja. Da brauchen wir hoch. Ich wollte bloß 1 nehmen. Brauchen wir 1. Und dann können wir die schon bauen. Der Vorteil an dieser Werkbank ist, das ist die Werkbank, mit der wir, na, stellst du so hin, das ist glaube ich besser, mit der wir die Spulen in die Ausrüstung reinbekommen. Also zum einen können wir uns dort Spulen selber bauen. Buchse. Genau, das ist, da kann man einen Teil reinziehen, so. Ah, das geht immer noch nie. Man muss es erst hier reinziehen, dann da reinziehen. Und dann kann man Spulen reinbauen. Hier kann man direkt neue Spulen bauen. Da braucht man Lehm. Haben wir irgendwo herbekommen. Ach so, das haben wir als Belohnung bekommen, ja. Und hier können wir reparieren, verbessern, etc. Und hier können wir nämlich die alte Ausrüstung, die wir haben, neu zusammensetzen. Das ist quasi, das gucken wir uns nochmal an. Das ist quasi das alte Zeug, was wir hier alles haben, was wir nicht mehr brauchen. Leg's mal hier rein. Schlagring haben wir sogar 2 Stück. Das Rohr brauchen wir nicht. Und den Speer auch nicht. Ich glaube 5 Stück gehen maximal. Wieso geht denn das nicht? Verbuggt? Oder war das eine andere Werkbank? War eine andere Werkbank, wo das ging, oder? Jetzt bin ich völlig überfordert. Ich habe es allerdings auch blöd aufgestellt. Da war es repariert. Ach nee, dort hinten, der rote war es. Hier kann ich es nur zerlegen.
ging das nie mit Neubauen, neu zusammensetzen? Habt ihr die Werkbank kaputt gemacht? Ach so, ich war im falschen. Okay, Entschuldigung, ich war im falschen Reiter. Genau, dann kann man das hier unten nämlich alles reinpacken und dann geht hier oben die Produktivität hoch. Und wenn wir mindestens die 20 erreicht haben, haben wir 26, kann man ein neues Teil daraus fertigen. Das ist dann ein bisschen Zufall, aber umso mehr Punkte man hier hat, umso besser werden die Teile. Und zack, jetzt haben wir hier tatsächlich ein gar nicht allzu schlechtes Teil gekriegt, nämlich eine Spitzhacke. Allerdings haben wir da ja schon eine bessere. Gut. Haben wir das auch gemacht. Was gibt uns als nächstes? Stelle Spule bei Ausrüstungswerkbank her. Ja, das können wir ja machen. Da muss ich mir bloß überlegen, welche. Ich brauche ein Plastikteil. Wir haben ja schon eine ganze Menge Spulen, ne? Die Kühlungsspulen, die können wir auf jeden Fall schon verbessern. Das sind wir 9. Da haben wir 3 Stück. Da haben wir 3 Stück. Die können wir auch verbessern. Und den haben wir 3 Stück. Wir machen es mal so. So. Das heißt, das Einzige, was wir hier haben, ist die Zündung. Da werden wir auf jeden Fall eine Zündungsspule herstellen. Brauchen wir zwar ein Kupferdraht, aber das ist jetzt erstmal egal. Wir wollen ja da oben weiterkommen. Rüstung an Spule an der Ausrüstungswerkbank ein- und befestigen. Ja, das hatte ich sowieso vor. Gut. Also als erstes wollten wir... Nee. So. Warum kann ich denn nichts reinmachen? Eine Spulenbuchse. So ging es doch aber, oder? Das sind die aufgewerteten Spulen und die kann ich hier herstellen. Ich kann die Spulen nicht einsetzen. Warum nicht? Ach, jetzt hat er mir das Feld aufgemacht, wenn ich die Spule versuche, die Schuhe darüber ziehe. So. Und jetzt ist es eingesetzt. Kontrolliere Charakterinformationen, das machen wir. Man sieht dann hier oben, das addiert sich einfach auf. Ne? Und wieder Zusammenbau der Ausrüstung. Mist, das haben wir gerade gemacht. Das wusste ich nicht, dass das hier als Überlebensnotiz dasteht. Haben wir nochmal 5 Teile? 1 haben wir nur. Ja, das ist ja blöd jetzt. Gut, müssen wir ein andermal machen. Hier habe ich eine Zündungsspule. Gut, weil ich die noch nicht verbessern konnte. Ich erinnere mich. Jetzt können wir erstmal versuchen. Jetzt ist meine Spule weg. Also die ist eingesetzt. Aber wie kriege ich denn die jetzt wieder raus? Also ich glaube, dieses Menü ist verbuggt, oder? Definitiv. Ah, jetzt geht's mit Doppelklick. Gut, wir machen erstmal Folgendes. Wir verbessern erstmal so eine Spule. Was können wir gebrauchen, ist die Frage. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Haben wir noch ein bisschen Zeit bis Mitternacht? So. Wir bekommen ja hier die nächste Stufe, wenn wir Zündung auf Stufe 15 hochbekommen und Stärke auf 20. Oh, das sind wir weit weg. Und beim Blitzschlag, die Blitzschlagspule auf 15 und Aufmerksamkeit auf 20. Sind wir bei beidem nicht so weit. Und vitaler Angriff wäre...
Zündung 10, Blitzschlag 10, Stärke 15, Aufmerksamkeit 10. Alles klar. Also ist es dann am Ende fast egal, was wir machen. Am weitesten sind wir beim Gift. Das wäre hier Giftspule auf 5, Vitalität auf 5. Das können wir machen, die Giftspule. Nee, nie herstellen. Du wolltest sie verbessern. Genau, die hier. Na, da braucht man immer drei Spulen von einer Stufe. Und mit der kann man dann auf die nächste Stufe hoch. Und dann hat die ein plus 2. Vorteil ist, wenn ich dann die Schuhe hier nehme und das reinbaue, habe ich auf einem Spulenplatz dann zwei Giftig-Spulen-Punkte und nicht bloß einen. Ach nee, warte, da hast du gut. So, jetzt können wir uns auch angucken. Ne, hier. Na, sind sie jetzt bei 4. Ja, ich würde mir mal eine Spulensorte aufheben, dass ich die zu verbessern kann, falls mir die. Die Überlebensnotiz sagt, dass ich das machen soll. Rüstungsspulen sind auch gut. Feuerwiderstand, Widerstand sind alle gut. Die machen wir auch. Dann können wir hier reingehen. Okay. Hier rein, genau. Lederhelm. Mal einen Platz. Hauen wir die rein. Hier haben wir sogar zwei Plätze. Hauen wir die rein. Sehr gut. Dann ziehen wir das wieder an. Und dann gucken wir uns das Charaktermenü an. Und da sieht man hier die Punkte, die wir insgesamt haben. Oh. Irgendwo hier draußen. Obwohl, da rennt durch die Falle, da passiert nichts. Die anderen Spulen packe ich hier erstmal wieder rein. Wieso haben wir die nie ausgerüstet, die Widerstandsspule? Nimmst du nochmal das, dann das, dann das. Dann ziehst du das Ding wieder an. Und dann haben wir hier noch mehr Punkte. Wunderbar. Gut, die nächsten Sachen, die müssen wir dann schauen, nach Feuerwiderstand. Entsprechend müssen wir die Spulen zusammenbauen. Das kriegen wir aber hin, das wird Stück für Stück gemacht. Wir werden auf jeden Fall dort auch schauen, dass wir immer Spulen finden, wenn wir auf Loot-Tour sind. Ja, und jetzt geht erstmal die Nacht los. Ich habe Äste zum Reparieren und Nachfüllen. Steine brauche ich nicht. Ich glaube, Äste ist das Wichtigste, was ich brauche. Wir haben das Windrad angeschlossen, die Batterie ist geladen. Der Pusher ist elektrisch. Da wolltest du hin. Genau. Da hat die Welle begonnen und da geht auch schon der Schredder los. Den wollte ich gerade noch mal prüfen, ob der tatsächlich nachgeladen ist. Okay. Den haben wir nämlich noch nicht elektrisch. Na, hier sieht man, hier leuchtet es elektrisch. Das heißt, Pusher und den längs gebauten Schredder brauchen wir nicht nachladen. Um den Rest kümmern wir uns, so wie der Bedarf ist. Und ich kann mich wieder hier oben platzieren. Ach so, hatten wir das zusammen gemacht oder hatte ich das dann auch noch alleine gemacht? Hier eine Balliste hingesetzt und ich habe 20 Ballistenbolzen gebaut, sodass wir im Zweifel die dann aktivieren können, wenn es notwendig ist. Auch 20 Ballistenbolzen sind nie viel, ne? Wie baut man die? Ach, wo war denn das? Ballistenbolzen hier. Ja. Was war denn das? Hat laut gekracht.
Ja, gute Frage, wenn man halt die Welle verpennt. Ne? Ach, da hinten die Tierfallen haben auch ausgelöst. Die können wir dann auch mal wieder leer machen. So. Hier tun die Fallen erstmal ihr Übriges. Das ist sehr schön. Momentan sieht das ganz entspannt aus. Der nächste explodiert. Aber zum Glück ist dort alles schon aufgewertet. Dort habe ich auch schon Fundamente auf Eisen aufgewertet. Die linken Fundamente dort. Das heißt, die sind auch immun gegen Explosionsschaden. Gegen Feuerschaden sind da schon die Steinfundamente immun. Der ist durchgerannt, aber wurde dann spätestens von der ging aber schnell vorbei. Wurde spätestens vom Pendel erwischt. Das Pendel ist in Ordnung. Das Pendel könnten wir laden. Wir brauchen nichts laden. Das da vorne würde ich dann gerne mal laden. Sehr gut, lauf weg. Gut, dann haben wir uns zwischendurch schon mal eine Portion Loot. Und ich schaue schon wieder beim nächsten. Na, dann laufen wir mal sicherheitshalber weg. Wir sind jetzt in der sechsten Nacht. Und dafür ist es momentan alles noch relativ entspannt. Da explodiert auch gleich wieder einer. Zack. Pech. Ja. Pusher und Pendel sind dann hier hinten zum Aufräumen. Und wieso bist denn du durchgerannt? Finde ich nicht in Ordnung. Ja, selbst die grünen Zombies, die hier immer so gespuckt haben, können wir gerade nicht allzu viel anhaben. Oh! Lauf mal weg. Das habe ich nie gesehen. Das war so einer mit einem Fleischerhaken oder Enderhaken oder was auch immer. Gehen wir hier in dein Haus rein. So. Und dann guck mal, was du zu essen hast. Gut, weiter geht's. Läuft da unten noch die Action? Da muss ich... Oh. Nee, machen nie. Ach so, gut. Mist, daneben. Du sollst nie meine... Batterie kaputt machen. Der ist auch schön geflogen dort gerade von dem Pusher. Das Pendel ist okay, das ist auch okay, das ist auch alles okay. Ah, jetzt kommt schon wieder eine kleine Welle. Noch mehr. Ja. Daneben. Mal gucken, dass ich dann vorne den Schredder noch mal nachgeladen bekomme. Naja. Na, es ist ja ganz schön viel los hier, ne? Kommst du gerade nicht so richtig ran. Wenn der umgekippt ist, jetzt kommst du ran.
Wurde auch schon wieder höchste Zeit, ne? Ja, die Batterie, da muss ich mir was einfallen lassen. Uiuiuiui. Dass die nicht angegriffen wird. Nein! Oh, da kam schon wieder der Enderhaken geflogen. Naja. Gefährliche Sache. Ja, wie gesagt, bei der Batterie muss ich was machen, dass die nie angegriffen werden kann. Irgendwie ein Zaun ringsrum. So eine Spikes, so eine Stacheln. Stacheldrahtzaun nennt er sich. So wie ich es ja drüben rechts gebaut habe. Ah, schön. Rechts, links. Das Pendel seine Arbeit verrichtet. Da muss ich bloß aufpassen. Da unten rennt nämlich der Typ noch rum mit dem Fleischerhasen. Ja. Hier oben wird dann auf jeden Fall noch eine zweite Balliste hingebaut. Das ist schon mal klar. So, die Trommeln sind noch da. Ich kann trotzdem mal versuchen, ob ich vorne vielleicht nachladen kann. Der ist gestorben, sehr gut. Na, dann nimmst du das halt erstmal. Ja, schon wieder leer gewesen, ne? Fast zumindest. Noch sind die Trommeln aktiv, das heißt, genau, das müssten noch mal welche kommen. Autsch. Was ist denn hier unten los? Der Fleischerhakengenosse. Guck dir das an, was jetzt los ist dort unten. Ab und zu mal nach hinten gucken, wie das einer durchgerannt kommt. Weil ich jetzt natürlich nicht mitkriege, ob die Pendel alle wegfangen, die durchrennen wollen. Ja, aber auch hier sieht es wieder ganz gut aus, ne? Was machen die Fallen? Zwei Sträflingszombies, die sind auch neu. Gab es in der Alpha 1 noch nicht. So, es klingt ruhig. Das Wummern, was man jetzt noch hört, ist der Windgenerator. Irgendwo noch Nachzügler unterwegs. Ich sehe gerade keinen. Woran kann man denn sehen, ob der beschädigt ist und wie stark? Kriegt man es eingeblendet? Hier nie. Da hat er den vielleicht gar nicht beschädigt. Ja, na klar. Geh in die Falle. Nö, na gut. Schön, der ist hier raus.
Gut. Ja, die Fallen brauchen wir ja nicht mehr nachladen, die elektrischen hier, ja, das ist gut. Ja, wie oft haben wir die jetzt nachgeladen in dieser Nacht? Dreimal, viermal? Überschaubar, oder? So, na, komm her. Ja, hier sieht man es, ne? Das sind die Eisenfundamente, die aufgerüsteten. Oh, da liegt auch noch was. Da können wir gleich mal mit dem Hammer schauen. 99%, na gut, 1%. Oh, jetzt sind sie bei 5% schon. Aber das wird dann eher irgendwann repariert, weil wir es aufwerten. Bevor wir es aufwerten, müssen wir es reparieren. Gut, überschaubar die Schäden. So, jetzt guckst du mal, ob hier an der Seite noch was liegt. Ja. Und auf der anderen Seite. Gucken wir auch noch mal. Das ist bloß ein Stein, wie es aussieht. Ja, na, die Pendel, die haben jetzt gar nicht mehr so viel Arbeit, weil das vorne alles die Schredder machen. Das ist gar nicht so schlecht. Läuft gut, läuft sehr gut. Na. So. Da können wir mal, achso, dann nehmen wir uns gleich mal Samen mit zum Nachfüllen. Und dann können wir mal die drei Fallen noch leer machen. Die Tierfallen hier. Und ich habe immer noch nie rausgekriegt, wie man bearbeitetes Leder herstellt. Aber so wie ich mich heute angestellt habe mit den Spulen, wundert es mich am Ende auch überhaupt nicht. So, was ist das? Ein Wolf? Ja, Wolfspelz. Gut, die haben wir nachgeladen. Ne, hier, das stellen wir her. Und die Felle räumen wir auch wieder mit auf. Das mache ich mal in einer ruhigen Minute, dass ich mir die nach oben in meine Basis stelle, die letzten Kisten hier. Selbst das Lagerfeuer hoch. Selbst das Lagerfeuer werde ich mir dann mit nach oben bauen. Und eventuell hier noch irgendwie einen Schutz hin, aber so weit hier hinter kommen die ja nie. Mir geht es bloß darum, dass die nie versehentlich irgendwie was in meine Basis reinwerfen und dadurch die Werkbänke beschädigen. Nun gut, es ist noch relativ dunkel, das heißt, ich werde dann für morgen noch ein bisschen vorbereiten, sodass wir, wenn es hell ist, wieder losgehen können auf Loot-Tour. Mal gucken, was wir machen. Ob wir versuchen, das nächste Journal zu bekommen. Wäre eigentlich eine Möglichkeit. Oder, beziehungsweise das kann man ja vielleicht verbinden, dass wir nochmal Autos ordentlich looten, in der Hoffnung, dass wir das Rad bekommen, das zweite, und wir uns dann ein Motorrad bauen können. Das war so ein bisschen der Plan. Für heute verabschiede ich mich von euch, bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.